Herr Enchensperger, kommen Sie rein. Ja, ist mir eine Freude. Schön. Ja, gleichfalls. Hier in dieser Zelle bist du willkommen, solange du zahlen kannst. Holiday Inn Blues. Woher wissen Sie denn das alles? Das steht in einem Buch von Ihnen drin. Ja, wenn man ich Bücher, lese Gedichte. Wenn man Bücher liest. Ja, ich lese manchmal auch Bücher, ja. Nein, das ist so ein wunderbares Gedicht, weil es eigentlich unsere beiden Themen zusammen hat. Das Hotel und das Scheitern. Weil das geht ja dann weiter mit dem Röhrchen, mit den Tabletten, der müden Kunst, die dich pink angähnt. Ja, die gähnt mehr so braun. Ja, ja. Und dann wird es besonders schön, wenn das Blue Movie und der eklige Sekt aus der Minibar droht. So ist das, wenn man in einer Lobby sich umschaut, ist die Melancholie nicht zu übersehen. Sind Hotels besonders gute Orte, um Albträume und Suizidgedanken zu entfalten? Ja, manche Leute lieben ja Hotels. Es ist ihr Traum, nicht zu Hause zu leben, sondern in einem Hotel. Da gibt es ja immer noch das Wort Luxus. Während ich jetzt hier mit diesem Ding herumtümpele, würde ich vorschlagen, Sie haben ja ein Buch geschrieben über Lieblingsflops. Ja, die besten sind die im Theater. Ja? Denn das ist wie bei manchen Lotterien auf der Straße, wo draufsteht, sofortiger Gewinnentscheid. Mhm. Ja? Also Sie merken ja schon, wenn Sie selber drin sitzen, ob das eine Katastrophe ist oder nicht. Und die Theaterkatastrophen sind ja immediat. Das heißt, die sind guillotinenartig. Ich meine, wenn Sie ein Buch veröffentlicht, wir kennen es, macht ja nichts. Das zieht sich so hin. Ja, manchmal reagiert jemand, schimpft oder lobt und so. Aber das geht ja über Zeiten hinweg. Das ist also nicht so. So. Mhm. Während Theater ist so. Und schon vor der Vorhang fällt, ist die Sache ja schon ganz klar eindrucksvoll. Was war denn so ein Moment im Theater? Erzählen Sie es mir. Wo Sie im Theater saßen und dachten, oh Gott, Guillotine knallt. Ja, einmal, das war vielleicht der größte und eindrucksvollste von allen. Das war eine Uraufführung, bei der ich selbst eingeschlafen bin. Da war es so heiß, ich saß da so in so einer Loge oben, ja, und es zog sich halt hin und es zog sich hin und es war so heiß und irgendwie fielen mir die Augen zu. Schon vor der Pause. Und dann war natürlich klar, ich meine, wenn es dem Librettisten so geht, wie soll es da einem armen Zuschauer ergehen? Ja? Und das war schon eindrucksvoll und man schreckt hoch und sieht auch, dass nach der Pause der Zuschauerraum nicht mehr ganz so voll ist. Das sind so die ersten Zahnlücken, tun sich auch. Das sind doch starke Sachen. Ich meine, es ist wie alle Peinlichkeiten, haben die etwas eigentümlich Eindringliches, ja? Man kann sich ja an kleine Versehen erinnern, zum Beispiel, wo man irgendwas an der Tafel mal was gesagt hat und es setzt ja einen lähmender Moment ein, ja? Die Peinlichkeit ist immer signifikativ. Die Peinlichkeit ist ein guter Indikator für irgendetwas, die bedeutet etwas, ja? Ja, ich erinnere mich noch, das war im Französischunterricht, muss das gewesen sein. Da war ich vielleicht so 12 oder so und altklug vorlaut, wie ich damals schon war. Ich glaube, die Frage war, wie die französische Nationalhymne heißt. Ah ja. Ich meldete mich ganz stolz, so mit Schnipsen, und sagte mit dem Brustton der Überzeugung, Bouillabaisse. Toll. Das ist ein schönes. Das ist doch unvergesslich. Das muss man doch mal, das muss man doch mal einsehen. Ja? Das hat ja das. Naja, es gibt ja auch so schöne Ausdrücke dafür. Die Engländer sagen, ich habe einen Ziegelstein fallen lassen. Mhm. I dropped a brick, heißt es ja. Mhm. Und wie sagen die Franzosen? Oh. Eine Gaffe. La Gaffe. Mhm. Ja, auch gut. Nein, das sind schon wertvolle Aber Sachen. Aber das klingt jetzt alles so heiter. Also das ist ja auch noch eher so auf dem anekdotischen Bereich. Aber wenn ich mich zum Beispiel erinnere, ich würde sagen, mein schlimmstes Scheitern im Leben war, ich wollte Wagner-Sängerin werden. Und es war irgendwann klar, das macht die Stimmen, gibt das nicht her. Ach so. Das wird nichts. Das ist ein furchtbares Scheitern. Ja, wenn Sie sowas meinen, aber dann,
Das ist ja dann, bedeutet ja schon, dass wir irgendwie ins Privatleben vorstoßen. Nein, das ist ich glaube, das ich spreche ja nur von öffentlichen Flops. Meine privaten Flops, werde ich mich hüten, die behalte ich natürlich für mich. Mhm. Ich bin kein Autobiograf, ich mache keine Geständnisse und so, das liegt mir völlig fern. Mhm. Sondern das ist ja alles... Das ist ja alles Industrie, wovon wir jetzt sprechen. Mhm. Kleine Industrien mit den Büchern, mit kleinen Industrien. Film ist ein teurer halt. Ja, das sind teurere Flops. Ein Buch kostet ja nicht so viel. Das macht doch nichts. Aber Sie geben trotzdem so einen kleinen Hinweis, das habe ich sehr genau gelesen, als Sie, weil Sie erzählen ja im Wesentlichen Flops, wo eben ein Opernkomponist kriegt leider eine Depression und kann deshalb das Libretto nicht vertonen oder eine Regisseurin. Tausend Gründe. Es gibt aber in dem, wo Sie über Ihre Bücher Flops schreiben, da sagen Sie doch, an einer Stelle gibt es so die Andeutung, wo Sie sagen, dass diese Flops an sich selber, also wo man an sich selber scheitert, ja, dass natürlich. Das viel, viel ja, mehr wehtut. Der eigene Anteil, den darf man ja nicht, den darf man nicht unterschätzen. Hm. Man ist immer der Komplize von etwas, vom Erfolg, der ja viele Väter hat, bekanntlich. Und ein paar Mütter. Und von der Niederlage, wo man nicht darum streitet, wer war hier der große Mann, der das alles, und die große Frau, die das alles verursacht hat. Haben Sie Figuren, die so für Sie ikonografisch für Scheitern, also wo Sie sagen, das sind Figuren, an denen kann man scheitern lernen? Na ja, gut, es gibt das Berühmte, das ist ja klar, es gibt ja eine lange Sage, eine lange Tradition, legendäre Geschichten von den Leuten, denen auf Erden nicht zu helfen war. Wie es von Kleist immer zitiert wird, so über Kleist und so weiter. Und Unglück, Pech, Unglück, Scheitern gehört ja zum Mythos des Künstlers. Also wenn man es jetzt mal aus dieser etwas nüchternen Sphäre herausnimmt, die ich bevorzuge persönlich, weil mit dem Mythos des Künstlers ist sowieso so eine etwas, hat auch etwas Peinliches vielleicht, ja. Also diese ganzen Erzählungen, die sich an Künstler heften. Ich finde, diese ganzen Künstler, die Definitionen oder diese Vorstellungen, die man sich davon macht, daneben, es gibt keine Regel. Es gibt keine Regeln, es gibt auch keine ästhetischen Regeln, es gibt keine politischen Regeln, es gibt überhaupt keine Regeln. Jeder muss es treiben, so gut er kann und so wie er will. Ja? Und dann muss er sehen, wo er bleibt, weil ich meine, es gibt natürlich auch keinerlei Garantie. Es gibt ja, ich meine, das Nächste kann wieder schief gehen. Selbst wenn du ein bisschen Glück gehabt hast und hast was zusammengekriegt, was sich sehen lassen kann, aber der Nächste, zack, ja, es gibt immer wieder. Also lassen wir die Regeln weg. Ich habe was dabei für uns. Ich liebe nämlich einen Herrn, von dem ich finde, dass der so schön und so dauernd scheitert. Und das ist ein so unendlicher Trost, dem beim Scheitern zuzugucken. ich mache mich jetzt mal hier an diesen DVD-Player zu schaffen und Sie setzen sich mal dahin, da sehen Sie nämlich besser. Jetzt gibt's was zu sehen. Jetzt gibt's was zu gucken. Aha. Ja, wenn die Technik nicht mich scheitern lässt, aber ich werde jetzt... Sachen. Ja, wir sind hier wird an allen Fronten... Das ist ja ein Luxus hier. Jetzt schauen wir mal. Ja. So. Die beiden haben gerade dieses Haus, dieses armselige im Hintergrund, was wir gleich noch besser sehen, haben sie das Haus, Fertigbauhaus. Ja. So endete dieses Fertigbauhaus. Dann steht es auch noch auf dem falschen Grundstück. Also sie mussten das Haus dann umziehen und haben es auf ein paar Räder geschafft. Und jetzt kommt der furchtbare Moment. Dieses Ungeheuer naht, es naht, der Zug es naht, kommt. Es naht. Herrlich. Und ja. So kann es im Leben auch kommen, wo man sich eigentlich sicher ist, ja, alles ist aus. Und dann Entwarnung, Entwarnung, Entwarnung. Ja. Und jetzt kommt der Nächste. Ja.
Mögen Sie Buster Keaton auch? Also das ist eine meiner. Ich finde, es gibt wirklich keinen, weil der eigentlich, der hat ja keinen Film gedreht, wo es nicht von vorne bis hinten ums Scheitern geht. Naja. Und der hat auch eine so wunderbare Haltung und eine Lakonie, mit der der scheitert. Das ist doch ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit mit Beckett. Ja, na? Absolut. Das ist ganz klar. Auch die unbewegte Miene. Mhm. Das Beckett lacht eigentlich auch nicht schallend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und das ist doch auch von Beckett, glaube ich, der schöne Satz. Nichts ist besser scheitern. Komischer auch. Nichts und ist komischer sein, als die das Maxime scheitern. Auch ja. Besser scheitern. Mhm. Das ist doch gut. Wird es mit zunehmendem Alter leichter, heiter zu scheitern? Also, weil ich hatte so den Eindruck, eben mit frühen Scheitern, da dachte man eben, jetzt ist alles aus. Ja, man hat ja eine dünne Haut. Ja. Man hat dünne Haut, damals, ich erinnere mich noch. Sonst vergisst man dann doch irgendwann, was in der Zeitung gestanden hat. Aber so am Anfang ist das schwerer. Mhm. Da ist man ja noch, ist man, ist ja auch eine Paradoxie, dass man sozusagen gleichzeitig, man erwartet doch von diesen Künstlern einerseits, dass sie sensibel sie sind empfindlich. Dünnhäutig, haben Antennen, sind Nervenwesen, ja. Und andererseits in dem beruflichen Seite müssen sie Dickhäuter sein, weil die Anfeindungen, wenn man sich das alles merken würde, ich meine, gut, und es ist eigentlich widersprüchlich, selbst widersprüchlich. Und weiß nicht, man muss halt seine Empfindlichkeiten mehr, die dürfen nicht mit der öffentlichen Sphäre in Verbindung gebracht werden. Ja, aber das ist wirklich, ich finde, dass Sie das sehr schön beschreiben, ja, ein wahnsinniger Ritt, den man da auf sich nimmt. Einerseits muss man sich diese Empfindlichkeit bewahren und gleichzeitig muss man sich, wie Sie sagen, dickhäutig machen. Ist richtig, aber selber schuld. Ja, immer selber schuld. Selber schuld. Hättest du Maul gehalten, würde dich niemand öffentlich versuchen, fertig zu machen. Ne? Und es ist auch ein bisschen Training dabei. Mhm. Es ist ja auch ein bisschen, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob es direkt Alter ist, aber man hat schon so viele Sachen an sich vorbeiziehen lassen. Wichtige intellektuelle Moden, irgendwelche Dekonstruktionen, irgendwelche Poststrukturalismen und so, das ist ja alles wieder vorbeigezogen. Und mit der Zeit regt man sich über sowas dann ja schon gar nicht mehr auf. Mhm. Ja? Außerdem, wenn die Zeit knapper wird, muss man sich ja auch ein bisschen mehr um die Arbeit kümmern, kann ich mich nicht so mit beschäftigen, mit der Presseschau. Mhm. Ja, mit den Kopien, die der Verlag dann einem zuschickt, was da irgendwo. Das heißt, sie sammeln das Zeug nicht mehr zu Hause. Nein. Und man muss auch Abstand haben, weil der Verlag, dem Verlag sage ich, schick mir das bitte nach 3 Monaten. Naja, und dann ist es Altpapier. Bis dahin ist es ja Altpapier und dann ist es ein so. Also es gibt schon, man hat ein bisschen seine Übungen gemacht, so gut es halt geht. Der da hinter Ihnen hat auch eine Übung gemacht. Ja. Die allerdings nicht so richtig günstig endete. Ja. Unser Freund Icarus an einem Flughafen. Schön. Ich darf Icarus eigentlich nicht fliegen. Nicht, nein. Ich meine, ist das der Gipfel der menschlichen Dummheit oder des Mut, dass die bei der Kieler Flugwoche da Icarus hinhängen? Wissen natürlich nicht, was das ist. Nein, weil das ist doch der Gipfel, oder? Also eine Flugwoche wirkt mit Icarus. Sicher. Ja. Weil hier, wir haben. Nein, das ist mein Lieblingsreisetriptychon. Ah, nur mitgenommen. Ja. Aha. Das ist sozusagen eine kleine Bildergeschichte. Ja, herrlich. Also hier ist er noch so hoffnungsfroh. Ja. Versucht er noch hier mit Babyspeck und wird hier vom Sorgenden. Und geht's dann geht es zur Sache. Zur Sache, ja. Und das ist doch besonders schön, wie groß die Flügel geworden sind, nachdem er der Sonne zu nahe gekommen und abgestürzt ist. Ja. Es gibt auch schöne Gedichte. Ja. Von Orden gibt es ein berühmtes. Icarus. Ja, wunderbar. Ja, aber das hindert ja nicht daran, also niemand hat sich abschrecken lassen eigentlich von dieser Icarus-Geschichte. Ja, na, sonst essen wir nicht an einem Flughafen. Ja, nicht nur das, sondern wir, wir,
Wir fliegen ja alle im Traum auf jeden Fall. Es gibt doch nicht jemanden, der nicht fliegt. Ja, das stimmt. Ja. Oder in der Luft gehen kann. Also in die Luft gehen kann aus Wut oder fliegende Robert, ja, dem man immer gesagt hat, es ist draußen stürmt, es bleibt lieber zu Hause, aber der wollte lieber mit seinem Regenschirm spazieren, fliegen. Fliegen. Ich frage mich, ist das Stoff für eine Komödie, Ikarus, oder ist es eben eine Tragödie oder ist es beides? Ist er ein komischer Vogel, ein tragischer Vogel? Naja, man muss auch den Daedalus berücksichtigen, ja. Also. Ist ja auch eine Vater-Sohn-Geschichte unter anderem. Ja. Aber es sind schöne Geschichten, die haben ja das ist ja auch sonderbar eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass diese Geschichten von diesen Griechen noch nicht erschöpft sind. Mhm. Ja? Sie schlagen irgendein Ovid auf und sofort klingelt irgendwas fällt einem dazu ein, immer wieder. Mhm. Das ist komisch, ja. Also, die hatten. Und dann sagt man sich, ob uns so gute Geschichten noch einfallen. Weil wenn man sich das ein bisschen anschaut, Hollywood ist ja eine große Verwertungsmaschine. Die klauen natürlich immer wie die Raben. Ja. Manchmal klauen sie sehr gut. Aber wenn man sich dann überlegt, dass das jemand vor ein paar tausend Jahren alles schon mal eingefallen war, ist das nicht so imponierend. Es gibt ja die These, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist so die Bibel der Drehbuchautoren, die Odyssee des Drehbuchschreibers, wo die These ist, dass im Grunde jeder funktionierende Kinofilm eigentlich im Grunde die Odyssee zum 30.000. Ja, Mal erzählt. Ja. Ja, sicher. Und es gibt natürlich auch, weil wir gerade dabei waren, es gibt natürlich auch unendlich viele Geschichten vom Scheitern. Das ist auch ein sehr beliebter Stoff. Also ich meine, das ist doch eigentlich Kitsch, wenn man nicht scheitert, oder? Kitsch? Ja, also die Geschichten, in denen gar kein Scheitern, also so ein völlig scheiterfreies Werk, ist das nicht eigentlich immer schon im Kitsch? Das wäre sehr schwer zu schreiben, denn ist ja klar, das hat, glaube ich, Tolstoi auch mal bemerkt, dass eine glückliche Ehe zu beschreiben, ist wahnsinnig schwer. Ja, und ich glaube, von ihm stammt das mit dem, dass alle glücklichen Familien gleich sind, ja. Nur im Unglück fangen die Familien an. Ja, das heißt, da ist die Geschichte. Die Geschichte ist erst da, wo es nicht funktioniert. Naja, gut, nun, wir sollen auch nicht übertreiben, weil ich meine, diese hundertprozentig glückliche Ehe ist ja auch eine Rarität. Um nicht zu sagen, eine Fiktion. Och, vielleicht gibt es jemanden mit 95%, das ist auch schon sehr gut. Ich mache jetzt da an der Stelle nicht weiter. Ist ja nur eine Hypothese. Weil wahrscheinlich gibt es eine Normalverteilung. Mhm. Ja, das heißt, es gibt einen Mittelwert, um den sich die Häufigkeit am größten ist. Und dann gibt es die Extremfälle, also den Mord und Totschlag auf der einen Seite und dann vielleicht dieses 0,0 so und so viel Prozent von weiß nicht, Philemon und Bautzius oder sowas, ja. Naja, bei Goethe endet es ja auch nicht so gut. Auch nicht so toll. Da kommt dann der ehrgeizige Faust mit seinem Trockenlegungsprogramm und schon brennt die Hütte von den beiden. Ja, gut. Aber vielleicht haben sie sich nicht gegenseitig kaputt gemacht. Nee, das klingt nicht so. Das ist doch auch schon etwas. Könnten Sie sich vorstellen, eine Komödie über Ikarus zu schreiben? Naja, also mit den Komödie ist schwer. Ja. Eine Komödie ist schwer und ich habe auch da einige Pleiten schon erlebt, wo die Leute nicht gelacht haben. Mhm. Oh, das ist auch ganz furchtbar. Das wenn man doch, sagt, das noch ist ich noch weniger noch im Theater. Wo also, man denkt, jetzt muss der erste Lacher kommen und der kommt nicht. Wenn sie nicht weinen, das geht ja noch. Ja. Aber wenn sie nicht lachen, nein, vielleicht ist da auch nicht. Ich meine, gut, das Theater ist für mich auch nicht die Hauptsache. Glücklicherweise muss man sagen, weil so wie es auf dem Theater heute aussieht, muss man ja froh sein, wenn man kein Dramatiker ist. Das ist ja schrecklich. Die trampeln ja noch herum, die hassen ja Stückeschreiber, diese Theaterleute. Nicht alle. Drama hassen sie am meisten. Das ist das Allerschlimmste. Lieber einen Film bearbeiten, einen Roman auf die Bühne, ein Projekt, irgendwas. Oder auf Shakespeare herumtrampeln, ihn zerlegen. Ja, das gefällt ihnen. Mhm. Aber Shakespeare lebt ja nicht, wenn da einer ist. Das ist das Allerschlimmste für die Theater. Als Sie den Untergang der Titanic geschrieben haben, da steht drauf,
eine Komödie. Ja, haben da die Leute gelacht in der Uraufführung? Bei Taburia. Bei Taburia. Bei Taburia gibt es immer etwas zu lachen, auch wenn es manchmal ein etwas unheimliches Lachen ist. War sehr schön. Und dann haben andere haben das auch auf die Bühne geschleppt und da wurde dann nicht mehr gelacht. Naja, weil ich würde mal vermuten, also man, das braucht ja auch wahrscheinlich eine Zeit. Also wenn Sie das Stück nicht, dass es Sie damals gegeben hätte, aber vielleicht 1900, sagen wir mal 16, also ganz kurz nach dem Untergang, es wäre ein Skandal gewesen, oder? 1916, eine Komödie. Ja, aber das Interessante war für mich eben, dass es die Geschichte schon gab. Also da braucht man, die braucht man nicht neu zu erfinden. Und sie ist reichhaltig. Und man muss nichts erklären, weil die Leute schon irgendwie eine Ahnung haben, dass das ein Dampfer ist. Da brauche ich nicht alles auszubreiten. Verstehen Sie? Die Exposition ist schon geliefert. Das war ein Vorteil, glaube ich, bei dieser Sache für mich. Wie viel Abstand brauchen Katastrophen, dass man anfangen darf, Komödien über sie zu schreiben? Also könnten wir heute über 9/11 schon eine Komödie schreiben, über die Anschläge auf World Trade? Das wird ganz bestimmt jemand probieren, wahrscheinlich zu früh und mit der Absicht zu provozieren, was ja immer eine lahme Sache ist. Ich meine, wenn ich etwas mache, um jemanden zu ärgern und zu provozieren, ist doch eine müde Sache, ja? Warum? Sie haben meinen Lieblingseinrichtungsgegenstand noch nicht entdeckt. Wir gehen mal dahinter. Wir machen jetzt Wandertag. Gehen wir hin, ja schon. Gehen wir hinter. Ja, was hat sie denn da? Ach so, jawohl, aha, schön. Ja, aha. Ist das nicht... Es hat eben etwas von der... Von der Naivität, wie so, das ist die Naivität ist bestechend. Ja. Denn es hat ja auch so was Tröstliches so. Also ja, so, und dieses schöne so blaue, weiche Meeresboden. Die Titanic als Idyll. Ja, da sind sogar die Rettungsboote draufgemalt. Schauen Sie da oben. Das. Tja, hier wird mit allen Mitteln gearbeitet. Toll. Wobei diese beiden Fische haben, glaube ich, eine Beziehungskrise. Ja, die schauen weg. Die schauen irgendwie einander nicht mehr richtig in die Augen. Ja. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich habe selbst mal eine Titanic gebaut. Nein. So richtig dieser klassische Modellbaukasten, so 5000 Teile? Ja, aber aus Papier. Aus Papier? Ja. Oh, wow. Habe ich mal gemacht. Und wie lange dran gesessen? Na, ich brauche ja manchmal auch Trödel. Sachen, das kann irgendwas ganz Törichtes sein, das macht ja nichts, aber jedenfalls da mal wegzukommen von dieser Obsession, ja, als kleine Entziehungskur dazwischen so. Und das war ein fertiger Bausatz oder auch das alles? Das war auf riesigen Papierbögen zum Ausschneiden und zum Kleben. Das habe ich gemacht. Oh, wow. So ein Ding. Aber mit feinsten Details. Auch mit Rettungsbooten, deshalb sofort Erkennerblick. Ja, aber Rettungsboote, ja, und sogar die Davids, an denen die hängen. An denen die hängen, aus Papier. Mit Schnur. Mit Schnur dann. Mit Schnur, müssen die runtergelassen werden, ja? Ja. Oh, wow. Kleine Kräne. Aber keine Menschen. Keine Menschen. Nein. Eine Geister-Titanic. So ging es nicht, ein Geisterschiff. Also eben im Grunde sitzen wir doch in unserer technisch hochgerüsteten Welt mit all den iPads und Pods und Flugzeugen und irgendwie, eigentlich sitzen wir doch ständig an Bord der Titanic und sind nur gut gelaunt, weil wir irgendwie verdrängen, dass demnächst der Eisberg kommen könnte. Weiß ich nicht. Ne? Nee, das ist, da müsste ich drüber nachdenken. Erstmal. Das geht jetzt schon in die Zone der großen Fragen. Da bin ich sehr behutsam. Aber ist das nicht so ein Lebensgefühl, dieses, also zum Beispiel, also
Natürlich gehört heutzutage keinerlei Mut dazu, in ein Flugzeug zu steigen, weil die Dinger statistisch gesehen das sicherste Verkehrsmittel sind. Aber eigentlich haben Sie nicht manchmal die Anwandlung, wo man dann da oben sitzt und sich sagt, eigentlich habe ich hier doch nichts verloren, so und so viel 1000 Meter über den Wolken? Ja, aber das, den Eindruck, dass man da nichts verloren hat, den kann man universalisieren. Mhm. Ich meine, zum Beispiel in seinem Hotelzimmer habe ich auch nichts verloren. Aber es wird jetzt nicht gerade einstürzen. Wie? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Hotel jetzt einstürzt, oder ich kann uns höchstens ein Flugzeug aufs Hotel fallen. Nein, ja? Nein, also so eine Panikregung habe ich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Nö, warum? Also der Grundzustand ist nicht, dass wir in einer gefährdeten, einer dauergefährdeten Welt leben. Jetzt, also das muss man nur unterscheiden. Mhm. Ich meine, es gibt Leute, die Paniker, echte Paniker. Mhm. Ja, die haben zum Beispiel, die haben Nahrungsvorräte. Mhm. Ich kenne Leute, die haben in einem große Tiefkühltruhen. Weil was ist, wenn der Strom ausfällt? Oder wenn das alles zusammenbricht oder so? Aber ich glaube, das ist zu hoch gegriffen. Das ist doch nicht der Weltuntergang. Das ist doch, das macht doch nichts. Natürlich, irgendwo stürzt immer ein Flugzeug ab. Irgendwo, aber ich meine, damit kann ich mich doch gar nicht beschäftigen. Mhm. Das ist doch, da fehlt es an Common Sense. Mhm. Aber ist das nicht gerade, also wir sind in Deutschland doch eigentlich immer gut dabei, wenn es darum geht, uns die Apokalypsen auszumalen, ja, oder? Da haben wir doch eine gewisse Leidenschaftlichkeit. Ja, das ist doch klar, weil wo ein Angstbedarf vorliegt, gibt es natürlich ein Angebot. Die Hysterie der Woche, so wie so Kaffeefirmen haben immer so the Flavor of the Month. Ja, so ähnlich. Das ist ja, so die Panik des Monats. Ich meine, ja, andere sind ein bisschen haltbarer. Ich glaube, das Waldsterben hat ungefähr 10 Jahre Das war sehr haltbar. Das ging die ganze 80er durch. Ne? Ja. Aber da habe ich auch, ich habe ein Buch bei mir im Regal gefunden, da ist ein Text von Ihnen drin. Über das Waldsterben? Über das Waldsterben. Und? Ich muss leider sagen, er ist nicht alarmistisch. Nein. Ich dachte, jetzt habe ich den Enzensberger, als ich sah, der ist in diesem, weil das Buch ist komplett alarmistisch. Ich muss im Gefühlshaushalt solche ausbalancierenden Momente geben, ja, weil ich meine, wenn es zum Beispiel dem Esel zu wohl wird, wohin geht er dann? Aufs Eis. Mhm. Ja, und das sind einfach, das sind alles Regungen. Ich meine, ganz ohne Angst wäre es wahrscheinlich auch nicht so schön. Deswegen träumen ja Leute, zum Beispiel ich habe ja nur unangenehme Träume, ich habe nie angenehme Träume. Ich weiß gar nicht, ich verstehe gar nicht, warum die Leute sagen, ein Traumhaus, eine Traumkarriere, das ist ja schrecklich. Ein Albtraumhaus. Wenn das passieren würde, was ich träume, da, vielen Dank, ne, da bräuchte ich, in so ein Haus würde ich niemals ziehen. Ich finde, das ist im Traum gut aufgehoben, ja, so lächerlich auch, ja, lächerliche Ängste. Ich erreiche den Zug nicht, ich weiß nicht, ich falle irgendwie bei der Prüfung durch. So. Banal. Mhm. Es gibt ja nichts Banaleres als diese Träume. Das ist ja auch so eine Legende, dass Träume interessant wären. Wenn Ihnen jemand einen Traum erzählt, möchten Sie doch bitte, dass er so schnell wie möglich aufhört. Das ist ja immer das ist ja öde, ja? Ich habe einmal mit Helmut Kohl, das war vor seiner letzten Wahl. Ja. Da saß ich in irgendeinem Ruderboot mit Helmut Kohl und ich sah, dass das Boot mit Wasser voll läuft und ich wollte ihn warnen und irgendwie konnte ich nicht mehr reden. Das ist, ich fürchte, auch eher einer der peinlichen Träume, oder? Aber es zeigt für Ihre Hilfsbereitschaft. Ja, was mich sehr wunderte damals, weil ich bewusst zumindest nicht... Hatten ihn gar nicht so gerne. Ich hatte ihn nicht so richtig lieb. Nein. Wir hatten ihn eigentlich... Das ist schade, ja, weil wir hatten ihn eigentlich nicht so gerne. Ja, und obwohl hinterher, ich hatte die alle nicht gerne. Ich hatte de Gaulle nicht gerne. Ich hatte Adenauer nicht gerne. Ich hatte Brandt? Kohl nicht gerne. Ich hatte Brandt nicht gerne. Ich hatte nicht mal Schmidt gerne. Ich hatte die eigentlich alle nicht besonders lieb. Ja? Und nur wenn die weg sind, kann es sein, dass sie gewinnen. Mhm. Also solange der da ist, dieser Adenauer, und uns nervt, bitte nicht, ja. Aber wenn er lange genug weg ist, dann nimmt er irgendetwas an, so. Nein, also vielleicht, wenn sie lang genug weg sind, dann
Ja, wobei ich würde zum Beispiel Kohl gerne fragen, ob er, wenn er sich im Augenblick anguckt, was, also wenn man ihm unterstellt, dass Europa wirklich ein Herzensprojekt von ihm war, falls man das ernst nimmt, ob er im Augenblick den Eindruck hat, dass wir gerade zugucken, dass das scheitert, oder ob wir da auch schon wieder dem Alarmismus verfallen. Das gehört ja auch, ich meine, das Scheitern, wenn wir jetzt von der Politik reden wollen, da ist das ja irgendwie unvermeidlich. Also das ist ja gewissermaßen eingebaut, weil im Gegensatz, ich meine, es kann sein, dass jemand ein so tolles Gedicht schreibt, dass man gar keine Silbe dran ändern könnte. Das ist einfach so und damit fertig. Mhm. Ja? Aber in der Politik ist es ja nicht so, weil die unbeabsichtigten Wirkungen, die niemand vorhersehen kann, gehören ja zu der Logik dieser gesellschaftlichen Dynamiken und so weiter. Und das heißt, es kommt ja immer was anderes heraus als das, was ich beabsichtigt habe. Das ist aber in der Natur der Sache. Und deswegen ist es sehr schwer, jemanden zu finden, der nicht gescheitert ist in irgendeiner Beziehung. Und deswegen, das gehört zu ihrem Job. Und manchmal tun sie mir auch leid. Politiker. Ein höllisches Leben. Man fragt sich, warum sich jemand das antut. Unbegreiflich, ne? Für normale Leute, sagen wir. Wir sind ja normal im Vergleich. Den Drang dahin auch nicht. Aber es ist vielleicht im günstigsten Fall ist es wirklich, wenn wir jetzt mal den Machiavellismus und die Macht weglassen, vielleicht wirklich sowas wie das Verantwortungsgefühl zu sagen, ich sehe, da laufen Dinge in die falsche Richtung und ich will dieses Rad aufhalten. Also möglich. Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob zum Beispiel jetzt aktuell Angela Merkel wirklich den Eindruck hat, sie muss hier was retten. Okay. Oder? Ja, das ist alles eingeräumt. Naja, aber es ist trotzdem bleibt etwas sehr Merkwürdiges, weil also allein schon diese 85-Stunden-Woche von diesen Leuten und dann der größte Teil ihrer Zeit, wo wird der verbracht? Auf Sitzungen. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, ich habe nun mal was geschrieben, das heißt Erbarmen mit den Politikern. Weil da muss man sie manchmal wirklich in Schutz nehmen. Sie haben ja in einem Ihrer Bücher hier so wunderbare, was Europa alles erfunden hat, Listen gemacht. Wenn man sich anschaut, was dieser Kontinent in der Geschichte alles erfunden hat. Und ist das nicht schon, oder ist das eine Ironie, dass in dem Moment, wo man jetzt auf einmal so sagt, ja, jetzt sind wir selbstbewusst Europa, und in dem Moment löst sich das aber alles so komisch unter den Händen auf? Ich weiß nicht, muss ja nicht unbedingt. Ich meine, diese ganzen Weltmachtfantasien, diese Vergrößerungsambitionen, es ist eben latent doch auch ein gewisser Größenwahn dabei. Aber den hatten wir schon immer. Also ich meine, waren die Europäer, also was waren wir, wenn nicht größenwahnsinnig? Na gut, aber das ist doch gar nicht wünschenswert. Ich meine, wer will denn eigentlich Weltmacht sein? Ich verstehe das gar nicht. Das ist eine äußerst unangenehme Position, weil sie für alles an allem schuld sind. Sie sind an allem schuld, sie sind für alles verantwortlich, sie sind Weltpolizist, sind dies und jenes. Ich meine, wer will denn sowas? Die USA möglicherweise nicht mehr. Aber will Europa politisch, also finden Sie, dass wir gerade, also ich meine, es ist doch eher... Erweiterungskommissar. Was denn immer ein Erweiterungskommissar, wie die größer werden? Und natürlich, das liegt auch an der Institution. Weil es ist klar, wenn Sie sowas gründen, ich war neulich in Brüssel, habe mir das angeschaut, es ist klar, dass solche Institutionen haben ein Hauptinteresse, zu wachsen. Sie möchten größer werden, mehr Kompetenzen, mehr Leute, mehr Dings, mehr Planstellen, mehr Kommissionen, mehr Papier, mehr Verordnungen, mehr Direktiven und so weiter. Das ist einfach naturwüchsig. Das hat ja jeder kleine Amtsstellenleiter möchte auch eine Planstelle mehr haben. Also ich meine, das ist... Und das ist natürlich auch ein pathologisches Wachstum.
eine katastrophale Frage. Ist der Kommunismus gescheitert? Ach, jetzt kommt auch noch der Kommunismus. Ja, aber wenn man über das Scheitern redet, kann man im 21. Jahrhundert darüber hinwegsehen? Naja, das sind noch mehr Sachen gescheitert. Das ist ja nicht der Einzige, der gescheitert ist. Es gab auch mal irgendwas von Arian. Man hört gar nichts mehr von Arian. Die sind von auch gründlich Menschen. Gescheitert. Den nordische Menschen hört man gar nichts mehr. Ne? Also es ist ja auch ganz gut, dass wir glücklich, Gott sei Dank, gescheitert. Viele Sachen sind gescheitert. Das hat auch sein Gutes. Würden Sie... Sie sind davon überzeugt, dass das nur sein Gutes hat, dass der Kommunismus gescheitert ist. Naja, gut, er hat schon seine... Er hat für uns jedenfalls war er ja gut. Weil er war aus vielen Gründen gut. Ich meine, erstens, wir hätten heute vielleicht noch den 12-Stunden-Tag in der Fabrik, wenn es den Kommunismus, den Sozialismus, die Arbeiterbewegung, alles nicht gegeben hätte, ja? Wahlrecht allgemein, alle diese Sachen, die kommen ja aus diesen Bewegungen. Und dann hatten wir noch zweites Mal Glück mit dem Kommunismus, nämlich der Frieden, den die Alliierten, die Westalliierten 1945 mit Deutschland geschlossen haben, der wäre ohne die Russen, das heißt ohne die Sowjetunion, das heißt ohne den Kommunismus, nie zustande gekommen. Wir hätten ein zweites Versailles riskieren können, wenn die nicht gewesen wären. Also... Ja, früher hat man gesagt, das ist alles Dialektik. Also vielleicht gibt es am Schluss gar kein Scheitern. Weil eben, vielleicht öffnet dieses Scheitern tatsächlich was. Ach so, also man könnte es auch sagen, es ist wahnsinnig schwer, etwas vollständig abzuschaffen. Ja, oder wer entscheidet, zu welchem Zeitpunkt etwas endgültig gescheitert ist? Also das kann ja was zunächst mal aussehen wie ein katastrophales Scheitern. Ja. Und drei Monate, fünf Jahre später stellt man fest, es war großartig. Schauen Sie, was Sie immer machen. Ne? Sie kommen auf immer, das ist schneeballförmig. Man beginnt mit kleinen Fragen und dann dreht sich dieser Schneeball weiter, wird immer größer, bis am Schluss eine Riesenfrage dasteht. Und jetzt wollen Sie schon, jetzt haben Sie schon das Wort endgültig benutzt. Aber das Wort endgültig... Es gibt ja Leute, die sagen nicht einmal, der Tod ist endgültig. Es gibt Leute, die sagen, ja, dann kommt es nach, das Leben im Jenseits oder was. Also, wo ist denn was endgültig? Ja, das war ja mein Plädoyer zu sagen, das ist doch so eins, was man gerne hört, wir betrachten dieses und jenes als endgültig gescheitert. Aber das ist doch ein völlig sinnloser Satz, das war ja meine Frage, wann kann man denn überhaupt feststellen, ob jemand gescheitert ist? Weil manchmal hält man eben das Scheitern, daraus lernt Menschheit irgendwas. Ja, eben. Und so gesehen war dieses Scheitern kein Scheitern. Gut, aber damit hat sich da auch der Vorschlag vielleicht erledigt. Ja. Wenn ich ausgereizt habe, was in ihm an möglichen und an brauchbaren enthalten ist. Insofern kann man sagen, es waren ja alles auch Vorschläge. Es waren ja alles Vorschläge und außerdem kann man noch unterscheiden, wenn man schon, also wir sprechen das wirklich über den Kommunismus. Ich meine, die Sache mit dem Kommunismus war ja so, als Analyse war das, lesen Sie dieses herrliche Manifest, eines der fantastischen Prosa-Gedichte, zumindest der erste Teil, die es je gegeben hat, ein wunderbarer Text, ja, als Analyse fantastisch. Aber was als Rezept war es eigentlich wenig brauchbar. Und der alte Mann, der gesagt hat, ich bin kein Marxist, der wollte auch diese Rezepte gar nicht ausarbeiten. Der war eigentlich ein Künstler der Destruktion. Also Marx war kein Marxist in Kurzform. Hat er selbst ja mal gesagt. Gesagt, ja. Ich weiß auch nicht, ob Freud ein Freudianer war. Das ist immer die sich dranhängen. Das sind immer die sich dranhängen. Die sind ja immer lästig. Haben wir überhaupt noch irgendwelche Ianas heute? Nö, oder? Was? Haben wir noch echte Ianas? Also, oder Isten, Darwinisten, Freudianer? Sterben die nicht auch langsam aus? Aber es gibt, dafür haben wir ja viele, viele Weisheitslehren. Ja. Also... Neoreligionen. So, aber alles doch eher so unter dem Aspekt der Wellness, oder? Ich weiß nicht, wie heißen denn die,
Da gibt es doch diese einen, die immer so viel Geld verdienen wollen. Scientology. Ja. Sind Ologen. Das sind Ologen. Sind eine, seine Isten sind es nicht, sondern Ologen. Ologen. Naja, aber da wuchert doch vieles. Ja, das ist auch eine Frage. Das ist auch die Nachfrage nach Sinn. Muss irgendwie ein Angebot zur Folge haben. Ja, und es ist doch auch, glaube ich, den Leuten die Angst zu nehmen, zu sagen, egal was ihr macht, aber gescheitert sein könnt ihr am Schluss nicht. Das ist doch, glaube ich, eine wichtige Funktion von diesen ganzen... Zum Schluss, was heißt denn das? Na, die berühmten Todesbetze, ich glaube, die gibt's nicht. Aber die Menschheit hat doch immer so die Idee, dass der Tag kommt, wo sie da niederliegt und sich dann fragt, bin ich gescheitert? Ach, was denn? Die sind ja gar... Es ist eine Spezies, die wirklich, um die man sich keine so große Sorge machen sollte, denn die ist unglaublich zäh. Mhm. Die ist unglaublich, hat Anpassungsleistungen. Deswegen, warum gibt es die überhaupt noch? Weil ich meine, in gewisser Weise ist der Mensch jedem Insekt ja unterlegen, ja? Ich meine, ein Käfer verträgt 30.000 Mal so viel Radioaktivität wie wir. Also wir sind ja empfindlich. Mangelwesen hat man früher mal uns genannt und so. Und trotzdem ist die Sinn gar nicht so leicht totzukriegen. Also ich denke, diese Apokalypsen haben kurze Beine.